Thema heute Crashkurs, praktisch typische Geschwindigkeiten, die es so gibt im täglichen Leben, Reibung, Reaktionszeiten bei bestimmten Geschwindigkeiten und so weiter. Damit beschäftigen wir uns heute in Physik nochmal. Typische Geschwindigkeiten, die man sich einfach so merken muss, also eine ganz typische Geschwindigkeit, die lohnt sich jetzt im Sommer zu beobachten, ist die Geschwindigkeit des Schalls. Ich schreibe mal V Schall. Das V ist Velocity, ein kleines V. Ich mache es mal so. Dann sieht man das. Das ist kein Theta, sondern ne, V-Schall. Und das sind 330 Meter pro Sekunde. Das heißt, in jeder Sekunde liegt der Schall in der Luft 330 Meter zurück. Das bedeutet aber, Beispiel, wenn wir irgendwo einen Blitz sehen und sagen wir mal nach 12 Sekunden erst den Donner hören, dann kann man sich Folgendes merken: 330 Meter pro Sekunde, das heißt auch in 3 Sekunden 990 Meter, also ungefähr einen Kilometer. Und da man sowieso nicht so genau mit der Stoppuhr daneben steht und gar nicht so schnell aufpassen kann und die Stoppuhr drücken könnte, reicht es, dass man still mitzählt. Manche Leute sagen immer 21, 22, 23. Denn wenn man das Wort 21 ausgesprochen hat, ist es im Allgemeinen eine Sekunde vergangen. Oder man zählt, wenn man das kann, mit Hilfe der Uhr und sagt: Naja, gut, eben habe ich einen Blitz gesehen, jetzt fange ich an zu zählen. Dann ist die eine Schrecksekunde schon vergangen und ich habe nach 12 Sekunden erst den Donner gehört. Dann sage ich: Naja, klar, in 3 Sekunden einen Kilometer. Daraus folgt also, 4 Kilometer ist das Gewitter entfernt. 4 Kilometer ist das Gewitter entfernt. So kann man sich das wunderbar merken. Also in 3 Sekunden 1 Kilometer, 12 Sekunden entspricht dann 4 Kilometer. Also so lässt sich es ganz leicht merken. Typische Geschwindigkeit ist also die Schallgeschwindigkeit. Wenn jetzt jemand sagt, wenn ihr es mal hört, das Wort Mach 1 nach dem Entdecker oder dem Bezeichner solcher Geschwindigkeiten, Schallgeschwindigkeiten, dann bedeutet das also genau diese Schallgeschwindigkeit. Wenn ein Flugzeug Mach 2 fliegt, dann fliegt es eben doppelt so schnell. Dann wären das eben 660 Meter pro Sekunde. Das steckt einfach dahinter. Eine andere typische Geschwindigkeit, das wäre die eine. Eine andere typische, die wir uns merken sollten für uns Menschen, V Fußgänger. Das sind je nach neuer Kondition und Alter 5 bis 6 Kilometer pro Stunde. Also wenn man nicht gerade ganz gemütlich spazieren geht und so dahin schlendert, sondern normal durch die Stadt geht oder irgendwo hingeht, dann legt man 5 bis 6 Kilometer in der Stunde zurück. Eine andere typische Geschwindigkeit, da komme ich dann nochmal bei der Reaktionszeit drauf zurück, ist V-Auto in der Stadt oder im Ort. V-Auto im Ort. Das sind fast immer 50 Kilometer pro Stunde. Die brauchen wir deswegen, das werden wir dann noch sehen, weil im Ort 50 Kilometer pro Stunde ist lebenswichtig. Ich hatte mal einen alten Fluglehrer, der hat gesagt, wer im Ort schneller fährt, der bescheißt. So brutal hat er das gesagt. Warum, werde ich dann nochmal hier oben bei dem Thema Reaktionszeiten ganz genau erklären, aber nur so viel dazu. Stellt euch vor, ihr seht in einiger Entfernung ein Auto kommen, es kommt da so angefahren und ihr denkt nur, das schaffe ich noch über die Straße. Wenn der 50 Kilometer pro Stunde fährt und man sich auf diesen Wert auch verlässt, dann hat man ein Gefühl dafür, dass man es noch schafft. Fährt er doppelt so schnell, schafft man es nicht mehr. Deswegen meinte der alte Fluglehrer damit immer, wer im Ort schneller fährt, der bescheißt. Eine alte Omi denkt, ach, das schaffe ich noch, geht über die Straße, aber das Auto ist doppelt so schnell, bumm, Omi tot. Das darf nicht sein. Eine Geschwindigkeit, die man sich vielleicht auch merken sollte, sind zwei Geschwindigkeiten, und zwar V-Fahrrad. Wenn wir einigermaßen zügig bis gemütlich fahren, dann fahren wir so, sagen wir mal, 20 Kilometer pro Stunde. Eine typische V-Fahrrad ist, das waren so zügig, schreibe ich mal dabei. Wenn wir V-Fahrrad einer alten Dame sehen, also ich schreibe mal einfach schnell Omi dahinter,
dann ist die im Allgemeinen 12 bis 15 Kilometer pro Stunde unterwegs. Das bloß mal nebenbei, die muss man nicht wissen. Aber es schadet nicht, wenn man sich diesen Wert nochmal betrachtet. Ich hatte mal vor, mit meiner Schwester zusammen eine Fahrradtour zu machen über 370 Kilometer. Das war die Distanz. Und jetzt haben wir überlegt, wie lange werden wir denn brauchen? Naja, wenn ich sage V ist S durch T, dann ist das ja ganz leicht. Ich wollte ja wissen, wie lange brauche ich, also nehme ich mal T, dann habe ich V mal T ist gleich S, aber ich will ja T alleine haben, ne? Durch V nochmal geteilt, ich zeige es nochmal schnell. Dann haben wir T ist gleich S durch V. Das sieht dann so aus, wir haben überlegt, T, die wir brauchen, ist 370 Kilometer durch und jetzt haben wir angenommen, wir fahren nicht zügig 25 Kilometer pro Stunde, sondern 20 Kilometer pro Stunde. Kilometer pro Stunde durch, ne? Durch. Also kann ich mir dieses durch auch anders hinschreiben. So, mal Stunde. Kilometer kürzen sich weg, kein Problem. Die Nullen, die streiche ich mal in Blau weg, damit das jeder sieht. 37 durch 2 und dann haben wir überlegt, müssten wir also unterwegs sein. 38 durch 2 wären 19, also 18,5 Stunden. 18,5 Stunden. War unsere veranschlagte Zeit. Dass wir die nicht durchgefahren sind, sondern in 2 Tage aufgeteilt haben, das war eine ganz andere Sache. Aber jetzt zu einer noch wesentlich bedeutsameren Geschwindigkeit. Erstmal eine, die man nicht unbedingt wissen muss, ist V-Satellit. Wenn ein Satellit um die Erde kreist, dann hat er ungefähr 12 Kilometer pro, Achtung, Sekunde drauf. Uiuiui. Also von hier nach Rostock haben wir 50 Kilometer, einverstanden, ungefähr. Dann muss man sich das wie folgt vorstellen, wenn ich mit der Geschwindigkeit nach Rostock fahren könnte, dann wäre das. Und Start. 1, 2, 3, angekommen. Kuckuck, da bin ich. Das ist wirklich rasend schnell. 12 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt kommen wir noch in eine wirklich bedeutsame, und die sollte man sich also auch merken, mach die jetzt mal rot. Das ist die Geschwindigkeit des Lichtes. Frau Licht. Und das sind 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. 300.000 Kilometer in der Sekunde. Nehmen wir mal zur Veranschaulichung an, es ginge. Ich könnte das Licht um die Erde schicken. Also ich schicke das hier den Äquator lang, das Licht. Ich fange hier an zu leuchten und nehmen wir mal an, das Licht würde sich um die Erde herum bewegen und sich nicht geradlinig von der Erde wegbewegen. Da ja der Umfang 40.000 Kilometer sind, 40.000 Kilometer ist der Umfang der Erde ungefähr, also ziemlich genau sogar, hieße das, in einer Sekunde würde das Licht 7,5 Mal um die Erde rasen. In einer Sekunde, 7,5 Mal um die Erde. So weit ist das. In einer Sekunde schafft das Licht also solche Geschwindigkeiten. Das ist der pure Wahnsinn. Und komischerweise, das Licht ist die höchste aller Geschwindigkeiten, die wir haben können. Kommen wir dann später in höheren Klassen drauf zurück, warum das so ist. Da spielt dann wieder das Wort Einstein und Relativitätstheorie und solche gefährlichen Sachen. Das spielt da alles mit rein. Ist aber alles gar nicht so schwer, wenn man das in aller Ruhe macht. So, jetzt nochmal, welche Geschwindigkeiten sollte man unbedingt drauf haben? Das ist die hier, die Schallgeschwindigkeit, die muss man einfach wissen. Die Fußgängergeschwindigkeit im eigenen Interesse, wenn ich nämlich überlege, naja, wenn ich abends sage, ach, ich verzichte aufs Auto, ich gehe zu Fuß und das sind 24 Kilometer, naja, dann bin ich am nächsten Morgen erst da, ne? Dann sind das immerhin, auch wenn ich noch so schnell gehe, 24 durch 6, also habe ich 4 Stunden zu laufen. Genauso, was man unbedingt wissen sollte, ist diese Geschwindigkeit im Ort, weil man sich darauf verlassen muss. Die Satellitengeschwindigkeit, die eingeklammerten oder bis jetzt nicht gekennzeichneten, die sollte man nicht unbedingt wissen. Es schadet nicht, wenn man sagt, V-Schall, also die Schallgeschwindigkeit, ist auch Mach 1. Dementsprechend kann man dann mit den Worten Mach etwas anfangen. Und ich habe es extra in Rot geschrieben, weil das von der Schallgeschwindigkeit gut abzuleiten ist, das Beispiel Blitz und Donner. Ich sehe einen Blitz, zähle die Sekunden und sage, naja, das Gewitter ist noch 4 Kilometer entfernt, so langsam sollte ich aber mal eingepackt haben.
und den Grill schon mal abgeräumt haben. Naja, das ist eine andere Geschichte. Also, typische Geschwindigkeiten in Anlehnung an den letzten Crash Course. Ne? So, wir kommen zum Thema Reibung. Aber erstmal mache ich nochmal Pause, falls es Fragen gibt. Jetzt noch ein Trick zu Geschwindigkeiten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe eine Geschwindigkeit von 90 Kilometern, ich schreibe das jetzt mal direkt so unter einen gemeinsamen Bruchstrich, 90 mal Kilometer geteilt durch Stunde, 90 Kilometer pro Stunde. Und ich möchte das Ergebnis in Meter pro Sekunde umrechnen. Jetzt einen ganz einfachen Trick, wie man große Einheiten in ganz andere kleine Einheiten umwandeln kann. Dann kann ich doch Folgendes sagen. Die 90 behalte ich erstmal, die lasse ich so, wie sie ist. Kilometer sind 1000 Meter. Also nehme ich, da ja hier immer ein stilles Mal dazwischen steht, mache ich das jetzt mal ein bisschen dicker, mal 1000 Meter. Und jetzt schreibe ich hier unten drunter, auf Sekunde möchte ich kommen. Eine Stunde hat 60 Minuten. 60 Minuten mal pro Minute 60 Sekunden, also 60. Und jetzt darf ich Sekunden schreiben, denn 60 mal 60 Sekunden ist eine Stunde. Hier steht eigentlich eine stille 1 drunter, hier. Eine Stunde, 90 Kilometer in einer Stunde fährt er. Und eine Stunde kann ich ersetzen als 60 mal 60 Sekunden. Jetzt wird es wieder ganz billig, denn jetzt kann ich Folgendes tun. Ich kann sagen, fange ich erstmal an mit den Nullen hier. Die und die 0, die kann ich gemeinsam wegstreichen. Dann habe ich hier noch eine 0 und hier noch eine 0, die kann ich wegstreichen. Ach, vielleicht kann ich ja noch was durch 3 oder durch sonst was teilen. Ja, das geht. Indem ich sage, ich kürze jetzt nochmal, das mache ich mal in dunkelblau. Durch 3 habe ich hier eine 2 und durch 3 habe ich hier bloß noch eine 20. Ach Mensch, da hätte ich ja nochmal kürzen können. Durch 2 ist 1 und das ist 10. Oh, jetzt habe ich hier noch 100 durch 6. 100 durch 6. Moment, ich glaube, ich habe mich verhauen. Nochmal die ganze Kürzerei nochmal zurück. Denn ich glaube, ich habe hier Mist gemacht, aber immer mit der Ruhe. So, ich bin wieder da, ich habe diesen Rechenfehler beseitigt. Jetzt habe ich noch die 5 nach der ganzen Kürzerei übrig behalten und 5 mal 10 ist 50 durch 2 ist 25 Meter pro Sekunde. Eine Empfehlung wäre, wenn man das nochmal nachvollziehen will, das mit dem Umschreiben dürfte nicht das Problem sein, aber wenn man sich merkt, dass 90 Kilometer pro Stunde 25 Meter pro Sekunde sind, dann hat man ganz leichte Umrechnungsmöglichkeiten zur Hand. Also, das geht in diesem Fall ganz leicht. Machen wir nochmal das Beispiel rückwärts. Wir haben zum Beispiel gegeben 10 Meter pro Sekunde und möchten das in Kilometer pro Stunde umrechnen. Wieder das Gleiche. Dann sagen wir, naja, gut, die 10, die behalte ich. Und jetzt muss ich überlegen, das ist Meter, wenn ich in Kilometer umwandeln will, Kilometer pro Stunde, dann sage ich, das ist 0,0, 1 Meter sind 0,001 Kilometer. Nichts Besonderes. Jetzt sage ich eine Sekunde, das ist ja ein 3600stel, ein 3600stel Stunde. Ach, durch kann ich das hier wegstreichen und schreibe die 3600 mit hier oben hin. Durch. Die Stunde bleibt. So, jetzt habe ich es schon fast erreicht, denn Kilometer pro Stunde steht schon da. Und jetzt muss ich bloß noch mit diesem Kram hier oben zurechtkommen. Jetzt gucke ich und sage 1, 2, 3 Kommastellen. 1, 2, 3 Nullen. Ach, wunderbar. Na, dann sind das 36 Kilometer pro Stunde. Nebenbei, ein Mensch, der 10 Meter pro Sekunde läuft, das ist einer der Weltrekordler im 100-Meter-Lauf. Denn 100 Meter in 10 Sekunden, also unter 10 Sekunden mittlerweile, laufen solche Weltrekordler. Der läuft also 36 Kilometer pro Stunde schnell. Wenn ich das mit dem Fahrrad probiere, 36 Kilometer pro Stunde, das lässt sich schaffen. Also ich bin auch schon 50 gefahren eine ganze Weile, aber nach der Weile war ich dann richtig tot. Und das ist so ungefähr die Geschwindigkeit von Radrennfahrern, was die ein paar Stunden lang durchhalten. Das ist schon beachtenswert. Gut, also nochmal schnell zur Umrechnung, eventuelle Fragen, die klären wir jetzt. Ich halte das Video mal an. Wir haben uns jetzt vorgenommen, schnell mal ein Übungsbeispiel zu machen. Und zwar wollen wir jetzt 120 Kilometer pro Stunde in Meter pro Sekunde umwandeln. Wer das zu Hause macht, der drückt jetzt auch die Pause-Taste, dann melden wir uns wieder mit dem Ergebnis. Und Action. 120 Kilometer pro Stunde ist mehr als 90, muss mehr als 25 Meter pro Sekunde ergeben. Gucken wir mal. 120, warte mal. 120 schreibe ich hin, mal Kilometer ist 1000 Meter. Hier, Kilometer ist 1000 Meter.
Die Stunde, eine Stunde sind 3600 Sekunden. Der Rest ist dann Kürzerei, beziehungsweise 120 mal 1000 durch 3600 kann ich auch in den Taschenrechner eintippen. Und dann kriege ich 33,3 Periode 3 Meter pro Sekunde raus. Machen wir mal ein umgekehrtes Beispiel. Jetzt wollen wir 40 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde umwandeln. Jetzt wieder zu Hause Pause-Taste drücken und danach kommt die Auflösung. Pause-Taste, bang. Wenn man das jetzt umschreibt, die 40, die behalten wir wieder. Jetzt mache ich das mal wieder farbig, damit wir aufpassen. Die Sekunden, die habe ich umgewandelt in 1 durch 3600 Stunden. Daher kommt die und durch, ne? Deswegen rutschen die 3600 hoch. So, und der Rest ist dann wieder billig. Dann haben wir hier, die 40 ist so geblieben. Und 0,001 Kilometer, das waren die Meter. Daher kommt das. Jetzt ist der Rest Pillepalle, das kann man dann Tippeltappeltour ausrechnen und so weiter. Noch was, vorsichtig, nochmal schnell zu diesem Beispiel. Wenn ich das hier oben in den Taschenrechner eintippe, das ist keine Schwierigkeit, 90 mal 1000, das geht, 90.000. Achtung, jetzt muss ich aber durch 60 und nochmal durch 60 teilen, wenn ich das schon so rechnen will. Ich kann natürlich auch das alles schneller machen, oder ich sage 90.000 durch, Klammer auf, 60 mal 60, Klammer zu, das geht auch. Hier haben wir gekürzt, hier war es pure Kürzerei. Man muss ein bisschen höllisch aufpassen. Ne? Gut, okay, das bis dahin erstmal. Eventuell gibt es noch ein paar Fragen. Es gibt immer wieder diese Frage, das ist auch eigentlich, naja, typisch dann. Das kann man nicht verhindern. Hier, es geht um dieses durch nochmal, um das zu erklären. Wenn ich schreibe 5 durch 3 Viertel, muss ich es ja eigentlich schreiben als 5 durch 3 Viertel. So macht man es aber nicht, sondern man sagt 5 mal 4 Drittel. Alte Geschichte aus der Bruchrechnung. Und jetzt sieht man eins. Jetzt mache ich das mal farbig. 5 durch 3. Die 3 steht unterm Bruchstrich. Denn ich kann ja hier einen gemeinsamen Bruchstrich drunter ziehen. Ich könnte ja hier auch still 5 Eintel sagen. Und die 4, die sieht man jetzt plötzlich. Durch ist der dicke Bruchstrich. Nochmal durch ergibt mal. Die Umkehrung von durch ist mal und durch ist doppelt umgekehrt. Und deswegen hier, die 4 ist hier hochgerutscht. Und das gleiche haben wir, machen wir es nochmal mit Kilometer pro Stunde. Also meinetwegen 80 geteilt durch und jetzt Kilometer pro Stunde. Dann muss ich sagen, 80 mal Stunde durch Kilometer. Das hat jetzt nichts mit den Geschwindigkeiten zu tun. Ich hätte hier auch A und B hinschreiben können. Daher kommt das nochmal. Hier, diese Stunde durch, rutscht hier oben hin. Daher kommt das. Das kann man sich abkürzen. Man kann es auch schön Tippeltappeltour ausschreiben und merkt dann auch, dass das automatisch hochrutscht. Aber das ist ein Trick, um die ganze Sache abzukürzen. Also, das war der erste Teil dieses Gesamtvideos, das sich ja um typische Geschwindigkeiten, Reibung, dazu kommen wir gleich, und Reaktionszeiten im Zusammenhang mit typischen Geschwindigkeiten beschäftigt. Ich mache jetzt das Video erstmal dicht an der Stelle und wir sind gleich wieder da.